So, herzlich willkommen bei Joschke Gaming. Wir fahren jetzt nach Buxtehude, glaube ich. Wo wir hinfahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall fahren wir irgendwo hin, wo wir unsere Ware abliefern können. Wir haben, oder ich habe, noch ein paar Mods installiert. Wie zum Beispiel Trailer-Skins und Firmen-Skins. Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus, wie ihr hier seht. Die Firma, die heißt Byway, ist also eine realistische Firma hier in Deutschland. Viele Firmen hier in dem Spiel haben jetzt realistische Namen. Genauso, ich habe jetzt auch noch, ich glaube, LKW-Skins geholt. Also, wir werden uns das dann alles mal anschauen. Ja, Leute. Wie geht es euch? Mir geht es ja schon ganz gut. Aber wenn ich Let's Plays mache, geht es mir noch viel besser. Weil ich kann euch wieder unterhalten. Und das ist meine Sache, mein Hobby, was mir sehr viel Spaß macht, euch zu unterhalten. Und da würde ich sagen, genießen wir jetzt die tolle Fahrt. 200 Kilometer kann ja nicht so weit weg sein. Ich glaube, es geht nach Berlin oder so. Ich nehme ja nicht am gleichen Tag auf, ich nehme gute 24 Stunden später auf. Und wir müssen dann mal im nächsten Level gucken, dass wir unseren LKW ein bisschen modifizieren können. Beziehungsweise wann wir uns den nächsten LKW holen können und einen Fahrer, damit wir hier mehr Geld reinbekommen, als wenn wir alleine fahren. Das muss man dann mal gucken. Ja Leute, wie gesagt, jetzt nochmal ganz am Anfang. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, penetriert den Daumen nach oben Knopf, bis es keinen Morgen mehr gibt. Und lasst ein Abo da. Das wäre ganz nett. Es ist, so könnt ihr uns zeigen, dass es euch gefällt. Und es ist so ein kleines Feedback an uns, was schon ganz hilfreich ist. Was schon ganz hilfreich ist, wie es euch gefällt, ob es euch gefällt. Ist ja ganz schön, wenn ihr. Ah, jetzt hör auf zu lecken, du Foot. Sorry. Ja, ist ein kleines Feedback an uns, wie es euch gefällt. Ist ja auch ganz hilfreich für uns, was wir verbessern müssen. Weil ich glaube, so perfekt sind wir nicht, dass wir nichts verbessern müssen. Also verbessern müssen wir schon. Danke. Das sind nette Autofahrer, lassen uns die Vorfahrt. Aber unser LKW, der kommt mir ein bisschen träge vor. Also da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann was Stärkeres bekommen. Ich denke, wir werden jetzt erstmal auf dem Actros hier sitzen bleiben. Aber halt ein bisschen modifizieren und aufwerten. So, genau, wir fahren nach Berlin. Schon die zweite Fahrt, die nach Berlin geht. Mit unseren, ja, oder die erste Fahrt mit unserem Trailer-Mod und die zweite Fahrt generell nach Berlin ist ja ganz angenehm. Ja Leute, tut mal ein Spiel vorschlagen, was ihr in der nahen oder ja, näheren Zukunft sehen wollt. Anno können wir alles, also alle Teile können wir davon Let's Playen, wir können eigentlich alles, was ihr so schreibt, können wir Let's Playen. Also fleißig kommentieren. Ja, fährst du jetzt oder fährst du nicht? So, jetzt sind wir wieder auf unserer Spur. Und dann geht es jetzt direkt hier runter auf die nächste Autobahn.
Ja, Leute, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr unseren Content findet, wie ihr die Qualität momentan findet. Das kann ich ja nur über euer Feedback herausfinden. Und deswegen müsstet ihr jetzt einfach mal dann anfangen zu kommentieren, wie ihr es einfach findet. Also jetzt abbremsen. Auf 40 km/h. Nicht, dass sie hier unten noch umkippen in der Kurve. Ist mir auch schon öfters passiert, dass ich einfach mal mitten in der Kurve umkipp, was nicht so toll war. Ich bin schon gespannt, wann die erste Fahrt ins Ausland geht. Wir müssen halt immer nur in Deutschland bleiben, sondern können auch mal ins Ausland fahren. Was bestimmt sehr spannend ist. Und dann denke ich mal, dass wir im Ausland auch unsere erste neue, oder wenn wir einen neuen Standort aufbauen, dann im Ausland, dass wir im Ausland auch ein bisschen vertreten sind. Wir wollen ja auf der kompletten Welt vertreten sein. Aber uns geht irgendwie die Power aus. Entweder sind wir vollgeladen oder uns geht einfach nur die Power aus. Ich weiß nicht, an was es liegt. Wir brauchen einfach mehr Power. Schön V8 Diesel, der geht schon. Jetzt gerade nochmal zum Überholen angreifen. Oder sind die vorne schnell genug? Ja, sind schnell genug. Okay. Da müssen wir doch nicht überholen. Ich bin mir ganz sicher, ob wir überholen müssen oder nicht. Und Leute, helft mir unbedingt bei der Einstellung von der Lenkung. Wie kann ich die Lenkung einstellen? Ist es gewöhnungsbedürftig? Ja, aber ihr habt mal geschrieben, ich soll meine... Ey, ich hab doch Blinker, du Arsch. Dass die Leute einfach mal unseren Blinker übersehen. Da habe ich schon in den Spiegel geguckt und habe keinen gesehen und dann. Ja, fahren wir wieder hier rüber. Ja, wie gesagt, ihr hattet mal kommentiert, ich soll eine andere Lenkeinstellung benutzen. Wie kann ich denn das einstellen? Wie geht das? Ich habe es nicht hinbekommen, ich habe es auch nicht gefunden, deswegen seid ihr jetzt am Zug und müsst mir reinschreiben, wie ich das hinbekomme. Dass ich das einstellen kann. Das wäre ganz nett von euch. Und demnächst wird auch ein Unboxing-Video kommen, worauf ihr euch sehr freuen könnt. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen, außer dass ihr euch freuen könnt. Ich werde jetzt nicht verraten, was es ist. Aber ihr könnt euch freuen. Auf jeden Fall, ihr könnt euch freuen. Und ihr werdet es dann sehen. Auf jeden Fall, ihr werdet euch freuen. Da werden die Videos noch ein Tick besser, weil dort eine Sache sein wird, mit der ich sehr gut arbeiten kann. Weil ich selbst schon mal sowas besessen habe. Und auch jetzt wieder dann besetzen oder doch besetzen werde, besitzen werde, jetzt haben wir es aber. Und ja, das Duell zwischen einem DAF und einem Mercedes, wer gewinnt? Da könnte ich jetzt aber auch mal irgendwann mal wieder hier reinlassen. Ist ja ganz nett. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen schneller fahren und Gas geben, dass wir hier noch vorbeikommen an den guten Kollegen. Jetzt sieht er runter aus. Normale Limit. Da 83 km/h können wir halten. Und Leute,
immer schön aktiv bleiben. Und deswegen auch mal, wenn ihr dieses Spiel besitzt, einfach mal kommentieren, wie habt ihr den Online-Mode oder Multiplayer-Modus rein installiert bekommen. Das wäre ganz schön zu erfahren, wie ihr das gemacht habt, weil ich bin einfach zu blöd dafür, glaube ich. Beziehungsweise habe noch nicht richtig geguckt. Ich wollte euch damit einbinden und wollte euch mal fragen, wie ihr das gemacht habt. Und würde es ganz schön finden, wenn ihr mir das auch mal sagen könntet. Ja. Wäre doch ganz schön von euch. Wir haben noch 25 Kilometer und 24 Minuten. Das sollten wir hinbekommen in dieser Zeit. Es scheitert wahrscheinlich wieder oder dauert wieder so lange wegen dem Einparken. Das ist wahrscheinlich gut möglich, dass es deswegen wieder so lange dauert. Aber sollte ja kein Problem sein für uns. Wir sind jetzt schon geübt, haben das Ganze jetzt schon zum sechsten Mal gemacht. Ist ja jetzt schon der sechste Part. Also das sechste Mal einparken für uns. Sollten wir hinbekommen. Es klappt ja auch immer besser, muss man echt sagen. Aber wir müssen hier wieder abbiegen, gell? Einmal die komplette Straße belegen. So. Wir müssen ja wieder zur Firma Byway. Nee, nicht? Okay. Ich werde jetzt erstmal ein Stück weiter geradeaus gefahren, um nach Berlin reinzukommen. Aber anscheinend war das doch nicht richtig gedacht. So, wir fahren hier wieder nur 50 km/h. Ja, okay, man hätte auch geradeaus fahren können, so wie ich sehe, aber der Weg hier ist viel kürzer, wenn wir den so fahren. Und dann freue ich mich schon, einzuparken und einen neuen Auftrag anzunehmen. Und hoffentlich sind wir dann irgendwann mal ein Level up. Ich weiß ja jetzt nicht, wie schnell das da geht. So, da vorne müssen wir rein auf das Firmengelände. Warum ruckelst du? Hör auf, Gerd. So, da kein Auto kommt, können wir auch mal ganz geschwind hier reinziehen, ohne zu gucken. So, erstmal komplett einlenken, bevor wir hier was machen. Und in der Hoffnung sein, dass es jetzt klappt, ohne Probleme. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Da muss ich ein bisschen leiser sein, da kann ich nicht so viel reden beim Einparken. Da bin ich halt konzentriert und möchte das so schnell wie möglich hinbekommen. So, Handbremse anziehen, Warnblinker aus und T drücken. Dann kurbelt er hier hoch und wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind sehr viele Level up, okay. Und dann würde ich mal sagen, werden wir mal zum Fernfahrer. Da haben wir jetzt schon hochwertige Fracht und sind Fernfahrer. Und wir haben sogar Post. So, dann. Ach, Handbremse ist ja noch angezogen. Würde ich sagen, stellen wir uns erstmal hier hin und schauen uns die Post an. E-Mail. Wir können Ihnen helfen zu wachsen. Das wäre mir sehr recht, wenn ihr mir helft mit 400.000 Euro.
Wobei, Leute, wartet, das machen wir im nächsten Part. Genau dieser Part endet hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ciao.